Moin, liebe Freunde der scharfen Klingen. Heute gibt's wieder einen Echtzeitschliff. Gehen wir gleich an die Maschine. Das ist mein aktuelles Projekt. Das ist ein extremer Ratio Rau. Und dieses Messer hat eine Besonderheit. Es hat nämlich einen Dreifach-Tanto. Das heißt, hier ist ein ganz normaler gerader Anschliff. Dann kommt hier die erste Kante, der erste Knick für den ersten Tanto-Schliff. Und dann hier oben der nächste. Die Problematik daran ist, die Hauptschneide habe ich jetzt mit 40 Grad bereits angelegt. Das habe ich am Sonntag gemacht mit anderen Klingen zusammen. Dann habe ich hier noch die Spitzenschneide, die erste, angelegt. Dieses Messer ist ein Penetrationsmesser. Das soll mit diesen beiden Schneiden hier vorne, die sollen nicht schneiden. Das sind einfach verstärkte Spitzenwinkel, damit das Messer stärker eindringen kann. Und die Besonderheit daran ist, dass allein diese Schneide hier schon mit einem 32,5 Grad Winkel pro Seite geschliffen ist. Also, ja, was sind das? 65 Grad Schneide quasi. Das Ding ist, also ich kann da drauf fassen, die ist frisch geschliffen, da kann mir gar nichts passieren. Die kann nicht wirklich schneiden, obwohl sie scharf geschliffen ist. Aber in der Winkelgrößenordnung, wir sind hier im Bereich Axt. Hier hinten ist der Primärschliff hinter dieser Phase nochmal dicker. Und das bedeutet, dass ich jetzt für diese Phase, diese letzte, die wir jetzt zusammen schleifen werden, da muss ich wahrscheinlich 40 Grad pro Seite wählen als Anschliff. Das heißt, wir haben nachher fast einen 80 Grad Winkel hier anliegen, also fast einen rechten Winkel hier vorne drauf. Und ich mache das auch nur deshalb, ich schleife die nur deshalb, weil das Problem ist, wenn ich hier mit einer anderen Körnung die Hauptschneide mache, dann hat man immer einen optischen Bruch zu den beiden Spitzenschneiden. Und damit es wie aus einem Guss wirkt, müssen alle drei Schneidkanten, auch wenn das hier vorne faktisch keine Schneiden mehr sind, sie müssen zumindest optisch wie aus einem Guss wirken. Sonst hat man ein Störgefühl, wenn man auf die Klinge guckt. Und das wäre sehr schade. Und ja, dieses Rau habe ich günstig geschossen als User, habe mich sehr gefreut. Darum kann ich jetzt dieses Experiment mal hier machen und wir können dann nachher mal zusammen gucken, wie es optisch geworden ist. Das ist auch noch nicht auf Leder abgezogen, das ist bis jetzt nur geschliffen, die Hauptschneide, diese Schneide und diese. Das heißt, Lederabzug mache ich nachher auch noch für alle Schneiden. Ich muss das Messer auch nachher noch zusammenbauen und säubern. Ich nehme euch mal kurz hier mit runter, dann Halterung lösen. So, da seht ihr noch die Einzelteile, die sind noch voller Schmatter. Das muss ich alles gleich erstmal noch in Ruhe säubern. Jetzt machen wir erstmal den Schliff. Viel Spaß. Die Herausforderung, die sich stellt, wenn man diese Kante hier jetzt schleifen möchte, ist, dass man ja entsprechend spannen muss hier. Und wir sehen, hier ist der Primärschliff sehr weit. Da ist die erste gerade Fläche. Und die Klammer wird zu 80-90% hier auf diesem schrägen Primärschliff sitzen. Dadurch wird es schwierig, synchron und gerade zu klammern. Dafür habe ich mich jetzt hier dafür entschieden, dass ich etwas Gewebeklebeband abgeschnitten habe. Das werde ich jetzt in dünne Streifen zerschneiden, die Streifen übereinander aufdoppeln und dann pro Seite auf dem Primärschliff dicke Streifen aufbringen, bis ich den quasi so hochgebracht habe, wie diesen geraden Steg hier in der Mitte, dass wenn ich hier klammere, also so klammere, die Klammer hier unterstützt wird und den Steg greift. Einer dieser Momente, wo man sich dann übrigens freut, wenn man wirklich scharfe Messer hat, weil dann kann man einfach das Klebeband immer weiter aufdoppeln und trotzdem immer wieder durchschneiden, ist überhaupt kein Problem. Das hat mich jetzt hier wenige Sekunden gekostet, das einmal so runter zu basteln. So, jetzt habe ich hier sehr dicke Lagen. Schneide die jetzt noch quasi einmal hier so, zack, durch. Und jetzt habe ich meine dicken, kleinen Unterleger. Problem, ihr seht, das Klammern, also das Messer ist jetzt stramm eingespannt, ist auch so ausgerichtet am Messblock, dass es passen sollte. Hier könnt ihr sehen, die Klammer hat es nicht geschafft bis zu dem Steg, sondern liegt hier vorne im Primärschliff auf und hier auf der Polsterung von mir. Das gleiche auch hier drüben. So, nun ist aber die Frage, ist das Ding jetzt mittig, ist das synchron geklammert oder nicht? Das weiß ich nämlich jetzt nicht hundertprozentig. Optisch wirkt es so. Aber sicher kann ich mir nicht sein.
Also, alter Trick, Phase anmarkern. Na, stell mal scharf. Und jetzt werde ich das ans Rad halten und am Rad versuchen, den Marker vorsichtig abzutragen und zu gucken, wie der Schliff aussieht. Ich muss mich da jetzt rantasten. So, hier könnt ihr sehen, der Marker ist am hinteren Teil abgetragen worden. Es geht jetzt nicht darum, ob ich genau die Phase treffe, das will ich gar nicht. Ich habe mir ja grob überlegt, welchen Winkel ich schleifen will, und das ziehe ich jetzt auch durch. So, und hier könnt ihr sehen, ne? Hat er auch hinten getroffen. Also auf beiden Seiten ziemlich synchron. Das ist das, worum es uns geht. Na, es geht uns darum, dass es synchron wird. Jetzt werde ich gleich mal gucken, wenn ich weiter abtrage, wie es dann wird. So, ich hoffe, man kann was sehen. Ärgert euch nicht, dass ich euch jetzt nicht diesen Schliff und diesen Schliff gezeigt habe. Wenn ihr bei mir wirklich sehen wollt, wie man einen Tanto schleift, da gibt es, glaube ich, mittlerweile schon fast ein Dutzend Echtzeitschliffe, in denen ihr euch angucken könnt, wie ich einen Tanto schleife. Das hier ist jetzt nichts anderes. Es ist auch wieder ein Tanto-Schleifen. Ich habe eine Phase angebracht, diese hier, und muss diese zweite Phase nun synchron in der Ecke zusammenbringen. Das ist nichts anderes als ein Tanto-Schliff. Nur, dass ich euch jetzt erspart habe, euch anzugucken, wie ich stundenlang diese beiden Schneiden geschliffen habe. So. Wollen wir schauen, was das jetzt wird. Das ist ein Treffer. Ich habe die Toolbar noch mal um 2 Umdrehungen circa hochgezogen. Wir müssten jetzt so ungefähr bei 85 Grad Winkel liegen. Zwischen 85 und 90. Das ist auch im Goniometer nicht mehr gut messbar. Darum brauche ich hier jetzt auch nicht rummessen irgendwas. Das ist jetzt nur noch Pi mal Daumen. Ja, okay, wir kommen langsam dahin. Der muss mehr hinten, der muss mehr vorne.
Hier sieht es schon ziemlich gut aus. Noch nicht ganz durchgeschliffen. Ich habe hier immer noch eine blaue Kante stehen. Die muss noch weg, aber er geht schon schön synchron zusammen. Das sieht schon ganz anständig aus. Hier oben muss er noch ein bisschen. So ist er gut. So, dann können wir schon einmal gucken, ob alles synchron ist. Das sieht synchron aus. Dann können wir schon in die nächsten Körnerschritte gehen. Ich mache hier einmal das Multitool zu, damit ich mich nicht schneide. So, das war schon Korn 80. So, und jetzt wird das alles hoffentlich relativ zügig gehen, weil wir ja eine winzig kleine Fläche nur haben, die wir schleifen müssen. Aber wir müssen einmal das volle Programm durchtun. 160. Um es auf das Niveau zu bekommen, auf dem die anderen beiden Phasen sind. Also vier Phasen insgesamt. Ja, das ist das, was an diesem Messer auch Zeit, also auch nachher dann Geld kostet. Das sind halt sechs Phasen, die alle gemacht werden müssen.
checken. Gerade in den ersten Körnungsschritten, so 80, 160, 400, ist es super wichtig, immer wieder zu gucken bei einem Tantoschliff, dass die Ecken wirklich synchron sind. Das ist ab 1000er Körnung ist das nicht mehr so relevant, weil dann könnt ihr mit den Körnungen selbst gar nicht mehr so viel quasi verhunzen. Aber bis zu diesem Punkt. Es muss noch gefühlt ein Hauch auf dieser Ecke. Und ich mache das rein nach Optik unter der Lupenlampe. Anders ist das für mich nicht machbar. Okay, das war's schon mit 160. So, mal gucken, vielleicht kann ich euch das mal kurz einmal zeigen. So. So, ja, draußen jault ein Hundi. Sekunde, willst du rein? Dann komm rein. So, Achtung, Achtung. So, Maus einziehen. So, und zur Seite, junger Mann. Gehen Sie zur Seite. So. So, es ist sehr schwer. Ja, ja, der schmeißt da schon die Sachen um. So, wenn ich jetzt hier auf Vergrößern gehe, da, man kann das immer sehr schwer einfangen. Aber könnt ihr sehen, was ich meine? Das ist das, was synchron werden muss. Dieser Part. So, und wenn man das so wie hier einigermaßen synchron hat, ist alles gut. Aber das muss man in den ersten Körnungen wirklich im Auge behalten. Das entscheidet nachher. Damit steht und fällt die ganze Optik des Tantos. So, 160er Korn waren wir durch. Sitz. Ja, was denn, Dicker? Was denn, Dicker? Was denn? Nein, du sollst da nicht rein. Das ist ein Schleifer, immer noch. Diggi, ich will schleifen. Auf! Franklin, du lenkst uns hier ab. Ich will doch nur. Diggi, mach mal den Kopf da raus. Ja, komm, rüber raus da. Rückwärtsgang. Rückwärtsgang. Oh. Digga, wenn du unruhig bist, dann geh raus. Raus. Geh zu Mutti. Tschüss. Mach gut. So, sorry. Oh. Ja, wenn der nicht seine Liebe kriegt, der Bulldog. So, weiter geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Korn 400 geht's weiter. Oh Mann. Hier machst du was mit. Das sieht sehr schön aus.
Na, wieder ein bisschen auf dieser Seite noch. Schick, schick, schick. Das war Korn 400. So, und weil es so schön ist, nehmen wir einfach mal das alte 1200er, das kaputte. Das schadet hier gar nichts. So, da muss ich jetzt ein bisschen mehr Zeit investieren, weil der Kornsprung von 400 auf 1,2 ist natürlich riesig. Schon schick aus. Wenn sich gerade jemand fragt, wie lange ich jetzt pro Seite mache, das mache ich jetzt nach Gefühl. Ich verlasse mich jetzt einfach drauf, dass ich jetzt ein paar Klingen schon geschliffen habe. Und ich hoffe einfach mal, dass mein Gefühl mir erzählt, ob ich das synchron mache oder nicht. Und natürlich versuche ich es auch optisch zu kontrollieren. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht mittig aus. Vielleicht noch mal ein kurzes Intervall auf dieser Seite. Und dann können wir gleich schon auf das 6 Mikron Rad. So, einmal noch mal gucken. So, weil spätestens mit 6 Mikron ändern wir an der geometrischen Form gar nichts mehr. Da wird nur noch nachpoliert. So, ich bin zufrieden. Ich finde, das sieht ganz anständig aus. Ich bin so gespannt auf das Endergebnis und die optische Wirkung, ob das gut aussieht, ob das kacke aussieht. Das weiß man ja vorher immer nicht so genau, wenn man zum ersten Mal eine Klinge macht. Es ist so, dass, was das angeht, das schlimmste Erlebnis ist immer, wenn ich besonders dicke Messer bekomme, die fast schon so einen Zentimeter stark sind. Und die dann auch wirklich so dick an der Spitze sind und so, solche Dinge, wo dann der Schliff ungleichmäßig drauf aussieht und wird, einfach aufgrund der Klingengeometrie. Und das ist natürlich immer
erstmal ein Schockmoment, wenn man das zum ersten Mal sieht, weil es nicht so wird, wie man es sonst gewohnt ist optisch. Ja, aber man lernt dann für die Zukunft raus, was der Schärfe übrigens keinen Abbruch tut. Ne? Nur weil eine Phase hinten nicht so schön aussieht, wie vorne an der Schneide, heißt das, trifft das eben genau gar keine Aussage über die Schneidkantenqualität. Mal schauen. Okay, da muss er noch weiter zur Spitze geschliffen werden. Okay, hier muss er noch weiter hinten geschliffen werden. Interessant. Besser. Sieht schon ganz gut aus. Hier nochmal mehr in die Spitze rein. So, der sieht doch schon ganz manierlich aus.
Gut. Das soll es gewesen sein mit dem 6 Mikron-Rad. So, 3 Mikron und dann die Filze. Oh nein, ich habe die Achse rausgeschubst. Habe ich nicht gut festgehalten. Gut, das Rad muss einmal runter. Das ist immer so das Schlimmste, was einem passieren kann. Wenn einem die Achse durchrutscht und man sie nicht sofort gut wieder raufkriegt. Ah, Glück gehabt. Darum immer beim Radauflegen hier hinten gegenstützen, wenn man hier drückt, damit man sich nicht, wie ich gerade, die Achse rausrutscht. Aber es kommt vor. Und dann muss man halt durchatmen und das wieder einfädeln. Man sieht das vielleicht in der Kamera nicht, aber ich wackel tatsächlich von der Druckbelastung her, von dieser Kante auf dieser Kante, so ein bisschen hin und her. Ich mache nicht so, aber wer genau hinguckt und hinhört, hört, dass ich so eine leichte Biegebewegung dabei mache. Um auch wirklich mit der Polierung schön auch die Ecken zu treffen. Man kann das auch erkennen, wenn man so ein bisschen auf den Wasserfluss achtet, wo er so ein bisschen flacher bzw. leicht unterbrochen wirkt am Rad. Schick, schick, schick. So, bei diesem Schliff hier muss man wirklich mal sagen, hier ist das tatsächlich eine reine optische Geschichte. Ne? Klar, das wird eine saubere Kante, das wird eine super Spitze. Da gibt es nichts, das ist präzise. Aber ob das jetzt besser wirkt als vorher, wage ich zu bezweifeln. Auch mit den nicht ganz so präzise ausgearbeiteten Kanten und der ganz so präzise ausgearbeiteten Spitze. Das hier ist ja ein Gewaltinstrument, diese Spitze. Da geht ja nichts mehr um mit Gefühl und mit möglichst wenig Kraft. Im Gegenteil, hier versucht man ja mit maximaler Kraft etwas zu penetrieren. Das ist eine reine optische Geschichte, dass ich hier jetzt den All-In-Schliff draufsetze, damit eben das wie aus einem Guss wirkt. Hoffentlich. Ich habe es ja selber ohne abgeklebte, also ohne das Tape noch nicht gesehen. Also ich kann hier jetzt viel erzählen, optisch aus einem Guss und so. Das ist meine Hoffnung. Wie es wird, kriegen wir zusammen raus, weil ich habe das Tape noch nicht abgenommen. Aber ich baue einfach mal drauf, wenn ich einfach genau wie sonst auch immer das Gleiche mache, dass dann auch möglichst ein vergleichbares Ergebnis rauskommt.
Das ist für mich tatsächlich das große Geheimnis beim Schleifen und das A und O. Versuche immer das Gleiche zu machen. Dann kriegst du gleichbleibend anständige Ergebnisse. Oder gleichbleibend Scheiße. Aber es bleibt gleich. Und dann kann man eben aus meiner Sicht am besten anfangen, fein zu justieren, was man verändern muss, um am Ergebnis was zu schrauben. Es hört sich stumpf an, aber das ist tatsächlich mein ganzes Geheimnis und meine ganze Philosophie ist, versuche immer das Gleiche zu tun. Wenn man das nämlich macht, immer das Gleiche, und man hat dann zum Beispiel unterschiedliche Stähle, die unterschiedliche Anforderungen haben, dann merkt man, oh, mit der gleichen Routine komme ich hier auf ein anderes Ergebnis. Und dann weiß man, alles klar, das Einzige, was sich geändert hat, ist zum Beispiel der Stahl. Oder die Technik, wenn man eine andere Führungstechnik macht. Und wenn man immer das Gleiche tut, kann man anfangen, quasi viel besser diese einzelnen Änderungsfaktoren zu analysieren und dann nach und nach auszuschalten. Und seine Ergebnisse dann zu verbessern. Quasi zu Ende gedacht bedeutet das, tue grundsätzlich immer das Gleiche, um dann, wenn es drauf ankommt, zu wissen, was du anders machen musst. So könnte man es wohl ausdrücken. Ja, doch, doch. So, jetzt noch mal kurz 0,25 Mikronfilz und dann sind wir durch. Dann können wir Lederabzug machen. Das war's. Fertig ist die Laube. So. So, wollen wir zusammen gucken. Was es denn geworden ist.
So sieht's aus. Das Rau. Sieht doch erstmal gar nicht so scheiße aus. Guckt mal. Ja, tut mir leid mit dem Fokus. Das ist halt leider immer super schwierig, solche Phasen mit Kamerafokus einfangen zu können. Aber ich finde, das kann sich schon sehen lassen. Ich mache das jetzt mal sauber und baue das alles zusammen und dann sehen wir uns wieder. Sechzig.